Ja, und nachdem wir in der letzten Folge mehrfach von dem guten Herbert hintergangen und ermordet wurden, begrüßen wir euch zurück zu Let's Play Arkvent. Sag hallo, Astina. Hallo, wir müssen nicht jede Folge so beginnen. Wieso nicht? Ja, ich weiß nicht, das ist so... Egal. Gronch, Stormwind, Arktrant, wo auch immer das sein mag. Gor, ja gut. Nee, es erinnert mich einfach nur an diese Co-Commentaries, wo man dann sagt, sag doch auch mal was. Ja, genau. Irgendwie nach so 10 Minuten, nachdem das Geschrei ein Ende hatte und man sogar mal den Hauptkommentator verstehen kann. Okay, weiter geht's mit Minecraft. Also mehr Diss geht nicht. Wieso Diss? Naja, also egal, mehr Anspielung. Ist egal. Also ich weiß gar nicht, was du möchtest. Wir werden erstmal... Wieso? Wir haben ein Schwert dabei, das können wir auch als Spitzhacke verwenden. Okay, also... Der Part fängt schon mal gut an. Okay, ich glaube, mit unserer Hütte müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir den Enderdrachen bekämpfen können. Aber die Musik wird mal wieder episch, das versetzt uns in Reisestimmung, mit der wir dann... Gefobenen Schrittes, meine Fresse, zu dieser Musik muss man episch sprechen. Gegen diese Bestie kämpfen werden, stirb, du Hund! Was zur Hölle? Dreh dich nicht im Kreis, du sollst sterben! You spin me white... Oh, tot. Pass auf, sonst kriegst du noch einen GEMA-Tropfen. Oh Gott. Das hat dann mehr was von dem Vogelgezwitscher. Apropos Vogelgezwitscher, was ist das im Hintergrund? Es klingt so, als würde irgendwie ein... Okay. Ich will gar nicht sagen, mit was ich das gerade vergleichen würde. Dafür würde ich nämlich auch einen Treffer kriegen, und zwar nicht von der GEMA, sondern von YouTube, wegen Community-Richtlinien. Und es hat aufgehört, gut. Und wir sind scheinbar in einer weiteren Stadt, vielleicht sogar die Stadt, in die er wollte. Wow, okay, so pflücken wir Pflanzen. Angucken und weg. Hat was. So, Herbert, ist das jetzt, wo wir hinwollen? Der murmelt auch teilweise Sachen vor sich hin. So, wir sind jetzt dann hoffentlich in Gronn. Ja. Und ich erinnere mich, dass hier was Episches kam. Zumindest auch eine meiner Lieblingsstellen in dem gesamten Spiel, muss ich ehrlich sagen. Allgemein ich erinnere mich an gar nichts. Auch nicht an den halbnackten Typen zur Begrüßung. Auch nicht an den. Gerg von Gronn. Nein, diese, wir sind jedenfalls schon in Gronn. Das ist schon mal gut. Diese Schlüssel da in eurer Tasche, dürfte ich diese Silberschlüssel mal genauer ansehen? Unglaublich, Valo. Das ist es tatsächlich. Vor vielen Jahren hatte ich sie in der Ebene der Verlassenen auf der Flucht verloren. Jetzt bringt er sie mir. Ein Geschenk Tyrs. Dürfte ich sie zurückhaben? Oder kennt er unseren Namen? Wenn ihr mal keine Beweise liefern könnt, bleiben sie mein Eigentum. Dann habe ich keinen Grund weiter mit euch zu sprechen. Das ist aber lieb. Okay, das gleiche startet er gleich nochmal. Es interessiert mich jetzt, aber welche Schlüssel meint er denn? Wir haben Schlüssel irgendwo her? Ja. Hinterhofschlüssel haben wir und Herbertsschlüssel. Also wahrscheinlich geht es um Herbertsschlüssel. Ey, was ist das denn im Hintergrund? Dieses... Das ist so, als würde ein ganzer Zoo miteinander... Oh Gott. Ich stell mal die Effekte, glaube ich, runter, dann... Das ist nicht zu aushalten. Ich bin irgendwie ganz froh, dass ich den Ton aus hab. Ja, die Musik ist episch. Okay, die Frames droppen, nachdem ich den Ton ausgestellt habe. Oh, ein Haufen cool. Heiltränke. Oh, aber kein Haufen Heiltränke mehr. Aber auf jeden Fall erstmal endlich mal wieder ein Dorf, wo nicht 1000 Leute sind, die uns angreifen wollen. Ja, Gronn, Haus der Wache, gehen wir da mal rein. Ich meine, wir haben jetzt die Heiltränke von der Wache bekommen, da sollten wir uns... Oh Gott, wieder einer von denen. Oh Gott, was ist mit seinen Haaren kaputt? In was bist du denn reingefallen, Ed? Soll ich den sprechen? Ja, darf ich ihn sprechen? Okay. Also, erstmal... Um was geht es? Ja, dieses Ebene der Verlassenen nur noch ansonsten. Einer der vielen dunklen Momente in der Geschichte Arkvents. Es gibt Gerüchte, dass dort eine Seuche herrschen soll, die die Menschen verändert. Aber wenn ihr mich fragt, ist das nicht die ganze Wahrheit? Ja, ich gern so einen weiteren Klick auf Wahrheit oder so, dass man da mehr erfährt. Claymore des Hauptmannes. 8000. Wunderbar. Würde man schon gern.
Moment. Und so kann es gehen. Stirb, Ed, stirb! Du und deine gesamte Fargoffe. Stirb! Nein, das ist nicht gut. Oh fuck, jetzt haben wir es uns auch mit Herbert verdorben. Oh. Du Scheiße. Ich wusste, dass er uns verraten würde. Von Anfang an. Aber Herbert ist unglaublich stark. Das muss man auch. Alter, der haut mehr rein als der Hauptmann. Na gut, lassen wir dem armen Ed sein Schwert. Ich meine, sonst hat er nichts im Leben. Aber ich finde es gut, dass er so stark ist, weil es gibt ja viele Spiele, da sind einfach die Begleiter dann irgendwann plötzlich tot. Irgendwo hängen geblieben und das ist natürlich immer sehr ärgerlich. Da gibt es ja ein paar Spiele, die dadurch unspielbar geworden sind. Junger Fischer und sieht alt aus. Es ist schon lange her, dass mir ein Mann in solch grandiosem Aufzug begegnet ist. Kann ich euch helfen? Was kannst du uns über Gronn erzählen? Gronn ist das letzte zivilisierte Dorf in Rodgar, von der verfluchten Ebene der verlassenen Länder. Früher gab es in dieser Umgebung noch mehr Siedlungen, doch wurden diese während der Zeit in der großen Dunkelheit aufgegeben. Heute sind wir sozusagen das Tor zu den Ländern im Westen. Wie nett. Klingt ganz nett. Ja gut, aber ich meine, Ed, der Fischer. Alter, bist du verwandt mit Herbert? Ihr habt das gleiche Gesicht und die gleiche Frisur. Hallo Herbert Nummer 2. Ich wette, er sticht uns in den Rücken. Ja, okay. Irgendwie schon. Er erzählt uns nur was. Okay, Dienste. Der Almanne was? Der Almanne Garb ist der Händler und handelt mit fast allem. Die Herberge Patriarchenhof bietet jedem Reisenden gutes Essen. Ja gut. Wir sollten auf jeden Fall dort mal vorbeischauen beim Händler. Vielleicht gibt es ja gute und billige Waffen. Hoffentlich. Gorn, Haus der Alten? Haus der Alten? Ihr steckt eure Alten in ein Haus? Okay. Vielleicht, ja, ein Altersheim damals. Huh. Okay, alle auf dem Teppich scheinbar schlafend, oder was? Das. Ah nee, im Keller, sorry, im Keller. Im Keller. Alle in einem Bett. Das ist aber lieb. Ja, immerhin haben sie ein Bett, ne? Das ist eine Matze? Ich habe das für eine Geldmünze gehalten. Ach du Scheiße, da guckt eine Matze vor. Der Tisch ist nur im Weg. Okay, ich wusste gar nicht, dass es hier auch Matze gibt. Da drunter ist Geld. Das wäre was. Da kommen wir aber nicht dran. Na naja, gut. Naja, was ist. Dafür sind wir uns bücken. Ah, nee, dann auch nicht. Wir ja, sind schon egal. Gebückt. Guck hier. Ja, naja, ich hab's gerade erst gemerkt. Do it like Herbert. Und up and down and up and down and up. Und, na, antäuschen, und, ja, jetzt down. Okay. Flasche, ansonsten ist hier nichts mehr. Wir könnten eventuell noch mal den Besen mitnehmen. Dann haben wir eine gute Ergänzung zu unserem Rad, für unseren Überlebensplan. Wir haben doch schon einen Besen, oder? Haben wir? Ja, Tatsache, dann haben wir jetzt zwei. Dann können wir jetzt Dual Winding betreiben und mit zwei Besen unsere Gegner verprügeln. Okay, die Alten sind scheinbar nur reinlich und mehr haben sie auch nicht. Und irgendwie auch vorhanden sind sie auch nicht. Wahrscheinlich sind sie schon tot. Komm, Väterchen, wir gehen jetzt ins Haus der Alten. Was? Wieso gehen wir hier lang? Hier ist Wasser. Was ist hier? Und bumm, und dann schwimmen sie irgendwie in Richtung dieser Insel da. Und das nennt sich dann Beerdigung. Wir kommen ja... Herbert leider nicht. Lösen die halt hier das Rentenproblem. Ja, und scheinbar jedes andere Problem auch. Wir kommen nämlich nicht vorbei. Doch, jetzt, okay. So, wir müssen jetzt nochmal mit diesem Händler reden. Ansonsten... Wie hieß er nochmal? Oh, eine Frau. Eine Frau in dieser Umgebung hier und irgendwas, was aussieht wie ein Kind. Ach nee, Entschuldigung. Oh. Altes Fischer-Weib. Ey, komm, Fremder. Ey, rührt euch in Gorn, kann ich euch helfen? Bestimmt. Nee, lieber nicht, Mütterchen. Bleib lieber irgendwo anders. Habt ihr ein kleines Kind gesehen? Wo ist nur mein kleiner Martin? Ah! Oh, das ist ja wunderbar. Wo ist der nur? In dem alten Fischerhaus. Wo ist meine Belohnung? Hab Dank. Interessantes Gespräch, okay. Jetzt wissen sie, wo er ist, jetzt wissen sie zumindest, wo sie ihn zurückgelassen haben. Jetzt müssen sie sich nicht mehr drum kümmern, ihn auszuschalten. Oh Mann, das war ja ein unglaublicher, tiefgreifender Dialog. Ja, ich glaube, die Questreihe werde ich mir auch ausschreiben zu meinen Lieblingsquestreihen, so neben Final Fantasy und, naja. Okay. Oh, danke. Ach, das ist Martin? Ist er jetzt wieder zurück, oder was? Ja, natürlich. Wir haben ihn doch gerade hergeholt. Wir haben die magischen Worte. Bart, Alter, der hat einen Bart. Irgendwas stimmt garantiert nicht mit den Mods, egal. Du möchtest ihn sprechen. Ist lieb. Oh, leb wohl. Oh. Wo ist meine Belohnung? Ja, schon irgendwie. Feuerstelle. Fleischbraten. Du hast ein Fleisch gebraten. Zwei Fleisch, drei Fleisch. Erinnert mich ein bisschen an Gothic.
du hast kein rohes Fleisch mehr. Ei zubereiten, du hast keine Eier, Ei. Brot backen, du hast kein Mehl. Geil. Oh, eine Ausrüstung, die gut aussieht. Ey, ich bin am echt immer überlegen, ob ich das Schwert vom Hauptmann klaue, weil irgendwie wirklich bewachen konnte das nicht. Und diese Frisur scheint gerade in Mode zu sein, vielleicht trägt man das so in Stormwind. Ja. Oh ja. Seltsame Ohren. Willkommen in meinem Besuch. Sache solche. Ja, gut, das ist ja scheinbar nur das Standard-Händler-Gerede. Ne. Aber ich finde es eigentlich ganz nett geschrieben, muss man sagen. Ja, trotzdem habe ich es geskippt. Okay. Und wir verkaufen einfach mal ein paar Sachen. Ja, ich weiß halt nicht bei solchen Händlern da. Ja, muss nicht sein. Ich meine, wir. Ah, endlich Waffen. Die Heiltränke wollte ich jetzt nicht verkaufen. Meine 300 irgendwas Münzen wollte ich jetzt auch nicht hergeben. Okay, wir haben gebratenes Fleisch. Die Ränke des Gesegneten sogar Geld wert. Eine hastig geschriebene Notiz. Ja gut, die ganzen Sachen sind nichts wert. Das Buch des Holzes ist auch nochmal 10 wert. Einen Besen können wir ja hergeben. Einen Besen können wir... Wie kann ich denn hier kleinere zahlen als... Das geht nicht. Okay. Das ist ein totaler Mist. Also teilweise. Was wollen wir denn für eine Waffe nehmen? Eine Eisensplitteraxt? Für 100 wäre die wert. Die Sache ist, wir müssen erstmal gucken, wo liegen denn unsere Stärken und Schwächen. Wieso will der davon alle aufnehmen? Stärken haben wir... Wir haben Stärken. Ich glaube, Langwaffe war dabei. Okay. Ich hoffe, Langwaffe war dabei. Ja, müsste das auf jeden Fall. Daran kann ich mich erinnern, aber den Rest weiß ich nicht mehr. Dann wollen wir einfach mal ein eisernes Langschwert nehmen. Ja, vielleicht noch ein dieses Breitschwert unten. Es sind auch schon wieder zwei und ich kann nicht ein einzelnes scheinbar kaufen. Ja, das ist... Ich weiß nicht, das ging irgendwie, aber ich weiß nicht mehr wie. Das nordische Breitschwert? Ja, kaufen einfach zwei davon. Ja, eins wird ja eh kaputt gehen. Geben dafür unser Eisenbreitschwert. Und vielleicht noch ein paar Reparaturhämmer zur Sicherheit, falls uns wieder die Waffen kaputt gehen. Okay, das Gesellen nehmen wir einfach mal. Ja, ich muss sagen, mit dem Schmiedesystem von... Morrowind bzw. Arkwind kenne ich mich nicht mehr so gut aus. Wir können ja mal unsere 100 Bier verkaufen. Das ist ganz einfach. Du nimmst einfach den Hammer, drückst auf deinen Charakter und dann klickst du einfach nur noch. Und dann okay. Ist ganz einfaches System. Vielleicht irgendwie Fackeln oder Reislaternen. Stimmt, haben die hier... Wir haben sogar beides. Fackeln. Und ein Dietrich vielleicht noch. Ach, das ist so schön. Shoppen und ein bisschen gehen. Hiervon und ein bisschen davon und nochmal da ein bisschen was. Ja, okay, wir kommen zur Shopping-Folge. / Anspielungsfolge. Okay, wir könnten noch hier ein bisschen Armschutz gebrauchen an sich. Handschuhe eigentlich auch noch. Ja. Ich meine, wir können unser Geld ein bisschen auf den Kopf schlagen, ja, okay. Und das Ganze dann bitte für so 150, würde ich sagen, wäre schon drin. Jo. Okay. So, damit rüsten wir dann das neu gekaufte auch direkt aus. Er will irgendwie das Schwert nicht auswählen. Ah, jetzt. Ja, mit diesem Drag and Drop muss ich ja noch klarkommen. Gibt es irgendeine Taste, weißt du das zufälligerweise? Nein, das glaube ich nicht. Das ist doof. Okay, das ist... Die Knochenhelme-Geschichten sind auch schwere Waffen. Okay, wie sehen wir denn jetzt mittlerweile aus? Also das... Ja, okay, sieht sehr allmannisch aus. Ist in Ordnung, denke ich mal. Ja, naja. Man kann auch nicht zu viel verlangen. Aber wir müssen mal gucken, ob wir nicht noch was verkaufen können. Unser Platz Herbert. Ist fast leer. Herbert, habe ich gerade gesagt. Herbert redet. Ich werde jetzt erstmal im Gasthof einkehren. Vielleicht solltet ihr selbiges tun. Morgen reise ich dann weiter Richtung Stormwind. Nochmals vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns ja später noch. Okay, also er geht jetzt in den Gasthof und bedankt sich dabei, dass wir ihn quasi auf der gesamten Reise den Arsch immer gerettet haben. Obwohl er uns den Rücken gestochen hat. Oh Gott. Was meinst du? Ich habe vorhin noch kurz gesehen, dass unser Inventar fast voll ist. Oh, ich sehe es gerade. Da müssen wir vielleicht... Ja, hast recht. Da müssen wir noch ein paar... Wir haben es geschafft. Gut, dass er mich begleitet. Ja, gut, das hat er nochmal gesagt, was er eben gesagt hat. Das Erz zum Beispiel. Er redet immer noch, obwohl wir nicht mehr im selben Gebäude stehen. Er redet immer noch. Ja, er redet noch. Okay, was wiegt denn so viel? Eisen. Das Erz. Haben wir das immer noch?
Ja, zwei Stück noch haben wir. Ah ja, stimmt, tatsächlich. Okay, gut, dass wir die verkaufen wir. Vielleicht eine Laute können wir auch mal hergeben. Ich meine, wir haben ja noch eine. Und unsere, für unsere Musikkapelle brauchen wir auch nicht mehr. Davon verkaufen wir noch ein bisschen was. Wolfspelz, ja okay, ein Kristall brauchen wir. Wieso werden die Lauten nicht gestackt? Gestackt? Keine Ahnung. Wir kaufen anstatt mal diese eine Armschiene, wir haben ja irgendwie scheinbar noch Kanzler irgendwas. Das ja. Ist Armschiene. Kaufen wir einfach nochmal, was haben wir denn sonst noch? Irgendwas, wofür wir sinnlos Geld auf den Kopf hauen können. Pfeile haben wir leider nicht mehr so viele. Ja, da könnten wir wirklich welche mitnehmen. Kaufen wir einfach mal Pfeile. Und ansonsten, er hat leider keine Heiltränke, wenn ich mich nicht gerade irre. Doch, hat er. Oh, sogar viele. Ey, das, das muss irgendwie gehen ansonsten, weil 50 Heiltränke können wir uns nicht leisten. Ja, ach, wie ging das nochmal? Ich hab's vergessen. War das Rechtsklick? Moment. Nee. Nee, war es nicht. Ich weiß, dass das ging. Verdammt, wie ging das? Puh, egal, okay. Brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Wir sind ein Allmanne oder was auch immer wir sind. Wir halten das aus, ohne. Okay. Verkaufen wir mal das Ganze für 60. Unsere Fähigkeit Falschen hat sich verbessert. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, war es das auch für diese Folge. Und in der nächsten werden wir in diesem freundlich aussehenden Gasthof einkehren. Bis dahin, Leute. Ciao. Macht's gut.